Herzlich willkommen beim Fotocafé Nummer 1 2024. Mitte Jänner, das hat schon einiges getan. Und zwar gibt es heute einen Rückblick vom Fotowochenende in den Sölktälern, Winterfotowochenende, das am Sonntag geendet hat. Es gibt eine neue Fotoreise nach Istanbul, Bildbesprechung, Zwentendorf. Photoshop Challenge natürlich mit Oliver. Das heißt, ein wunderschönes, tolles Programm. Und vielleicht neue Geschichte. Wir haben jetzt am Sonntag einen Kurs gehabt, und zwar Bilderstellung mit Midjourney. Das Interessante ist, wenn sich jemand von euch in Zukunft mit KI, mit Bilderstellung befassen möchte, dann vielleicht ein paar wichtige Voraussetzungen. Also man braucht eigentlich dieses Mid-Journey-Abo, sonst kann man nur zwei Bilder bearbeiten. Man kann das aber monatlich kündigen. Natürlich Grundkenntnisse in Photoshop und Adobe Firefly, das ist quasi auch in diesem Fotografen-Abo enthalten. Und eventueller ChatGPT für das Erstellen von sehr aufwendigen Prompts. Bilderstellung mit KI ist sozusagen eine eigene Arbeitstechnik und hat mit Fotografie aber nur am Rande zu tun. Und diese beiden Welten werden verschmelzen und viele Funktionen sind jetzt schon in Bildbearbeitungsprogrammen inkludiert. Ein Bekannter von mir, der Wolfgang Röst, den der Oliver kennt, hat jetzt zum Beispiel ein Shooting gemacht, hat also die ganzen Hintergründe in Midjourney gemacht. Die ist nur so weit, wenn ihr euch da mal, wenn ihr da was machen möchtet, dass ihr einfach auch bedenkt, was da nötig ist an Umgebung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche Leute überhaupt nicht wissen, die dachten, mit Midjourney kann man die Bilder bearbeiten, die eigenen, aber in Wahrheit geht es um Bilderstellung. Man kann seine Bilder einbauen und sozusagen verfremden, aber so richtig bearbeiten kann man es damit nicht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt auch noch ein paar andere, aber letztendlich alle, die irgendwie was können, sind zu bezahlen. Ich habe jetzt nur ein paar Fotos Fritz Beuer noch reingegeben, der sozusagen jetzt kreiert hat, der ist dann richtig in das Thema gekippt. Also da ist überhaupt nichts fotografiert, das ist quasi alles generiert worden, lauter künstliche Welten. Ob man das gefällt oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte, aber man sieht halt, es gibt Leute, die sich mit dem wirklich sehr, sehr ausführlich beschäftigen. Auch bei Venedig, also das ist interessant, also das ist wie, also es ist keine Montage von Fotos, sondern tatsächlich mit Midjourney sozusagen gemacht. Da mal nur ein Beispiel. Ich würde mal jetzt mal geschwind den Oliver auf die Bühne holen. Oliver, wie weit schaut es bei dir aus? Nutzt du schon also ChatGPT und auch Midjourney? Also ich greife zurück auf KI-Tools, die mich unterstützen in meiner Arbeit. Aber ich habe bis jetzt noch keine Bilder mit Midjourney erstellt. Aber ich weiß von anderen Werbefotografen, dass die, wenn sie jetzt so ein Getränk oder eine Flasche von irgendeinem Getränk fotografieren, dass sie sich da dann mit Midjourney den Hintergrund erstellen lassen. Also die Flasche, die fotografierte, wird dann freigestellt und kommt dann in diesen virtuellen Hintergrund rein. Okay, ja, nein, ich glaube, das ist sicher so eine Geschichte und es gibt einfach sehr viele Fotografen, die das kombinieren, aber wie schon gesagt, das ist so eine eigene Technik. Ob man das jetzt mag oder nicht, würde ich mal sagen, ist einfach Aber Karl, Geschmackssache. weil du jetzt KI wieder erwähnt hast, ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass jetzt dieser Tiroler Fernglashersteller Swarovski Swarovski, ja. haben jetzt ein Fernrohr auf den Markt gebracht oder so ein Feldstecher. Da ist KI integriert und wenn man jetzt Vögel anschaut, blendet dieses Fernrohr den Namen des Vogels ein. Also Okay. das Fernrohr erkennt den Vogel Ja. und dann wird der Name eingeblendet. Und das haben jetzt natürlich, das Produkt existiert jetzt schon und ich glaube, der nächste Schritt wird sein, dass das die Kamerahersteller auch einbauen werden. Nur das Und Problem das ist, dass Ärgste das. ist bei dem Teil, kann man dann sogar ein Foto da sofort machen lassen und dann irgendwo in die Medien hinaufladen. Also das heißt, man kann alle gleich teilhaben lassen an seinen Vogelbeobachtungen. Das ist absolut schräg, das ganze Teil. Und die sagen dann, aber das war jetzt der Falsche, das ist jetzt kein Storch, sondern das ist, weiß ich nicht, ein Pinguin oder. Ich verstehe. Was ich letzte Woche im Newsletter geschrieben habe, im Standard, war jetzt ein interessanter Artikel und zwar auch über dieses Thema Bildverifizierung. Also, jetzt hat sich jetzt da die ganzen großen Kamerahersteller haben sich zusammengeschlossen, auch mit Adobe und die arbeiten jetzt an so einem Verifizierungssystem, dass man sozusagen jetzt auch echte Fotos nachweisen kann und dass man dann auch nachweisen kann, ob die manipuliert sind oder nicht. Ich glaube, das ist einfach der wichtige Punkt.
denn diese ganze Bildgenerierung natürlich in Medien und bei der Berichterstattung oder zur Manipulation, das ist eigentlich die große Gefahr, die ich da sehe. Wir Ich wollen habe jetzt. gerade eine Frage zu Ja. dem, wenn das jetzt von Adobe oder von irgendjemandem im Bild verankert wird, was das Original ist, wenn ich das dann weiterentwickle und bearbeite, dann habe ich keinen Originalnachweis mehr. Aber Ne? schau, wenn du zum Beispiel, das ist jetzt Oder? schon so, sagen wir, du möchtest National Geographic publizieren, dann musst du sozusagen das Rohfile mit dem Schlüssel mitschicken und dann die Kopie, die bearbeitete. Ach so, ich Das wird verstehe. natürlich, also der Sebastian Frank schreibt, glaube ich, bei der Leica M11B gibt es das schon. Also wie gesagt, das ist in manchen Dingen eh schon als Funktion eingebaut. Also das ist, wie gesagt, da wird sich noch ganz, ganz viel tun, aber ich sehe das sehr gelassen, nachdem wir ja gerne fotografieren, wir haben KI dort und da verwenden. Im Lightroom, im Photoshop hat es eh schon Einzug gehalten, aber so im Großen und Ganzen denke ich mal, wird das gerade die Hobbyfotografen weniger betreffen. Also wir wollen ja unsere Fotos selber machen. Aber es gibt eine schöne Geschichte, und zwar, ich war ja schon sehr, sehr oft in Istanbul und von 8. bis 12. April gibt es eine Fotoreise nach Istanbul. Da sind auch schon, glaube ich, 5 Anmeldungen, das heißt, die Durchführung ist schon gesichert. Wir werden im Hagia Sophia Viertel wohnen, also im Sultan Ahmed Viertel, da sieht man das Hotel und da ist die Hagia Sophia, da unten ist die Galata Brücke, das heißt, das ist alles fußläufig. Apropos Hagia Sophia, das wurde ja von Erdogan umgewandelt in eine Kirche, aber jetzt gibt es wieder eine Geschichte, dass die Touristen 25 Euro Eintritt zahlen müssen. Also man hat sozusagen das dann doch nicht so durchgezogen. Wir werden uns nicht nur einige dieser Sehenswürdigkeiten anschauen, sondern werden uns auch kleinere Dinge und kleinere Ausflüge machen. Street Photography ist sehr viel geplant und es gibt ganz, ganz tolle Dachterrassen. Und von diesen Terrassen aus kann man zum Beispiel die Hagia Sophia in der blauen Stunde fotografieren. Das wäre so unser Ziel. Wir werden auch schauen, ob wir rein können. Da haben wir bis jetzt immer fotografieren dürfen. Während der Gebetszeiten ist geschlossen, aber wir werden schauen, dass wir die Karten sozusagen vorauskriegen. Es sind sehr, sehr viele Menschen in Istanbul. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man da alleine ist. Ist aber trotzdem sehr, sehr eine spannende Stadt. Seven Hill Hotel heißt die Dachterrasse. Und dann sieht man runter auf die Blaue Moschee. Die Blaue Moschee hat 6 Türme. Es hat aber eine Moschee gegeben irgendwo in Saudi-Arabien, die hatte nur 5 Türme. Jetzt haben dann quasi diese Erbauer haben dann sozusagen noch einen Turm stiften müssen, weil die hat jetzt 7 und die haben 6, also das darf sozusagen nicht sein. Den Hof von der Blauen Moschee, das Ganze ist mit einem 8 bis 15 mm, die 0815-Fotografie plus HDR. Man sieht auch diese verschwommenen Bilder, also ganz ein lustiger Effekt. Dann unten an der Galata Brücke spielt sie wahnsinnig viel ab. Da ist der Fischmarkt, da haben wir sicher viele, viele Fotomöglichkeiten. Also auf das freue ich mich schon besonders. Man kann dann vielleicht im Teehaus fotografieren. Also wir werden da schauen, dass wir da möglichst nahe an den Menschen sind. Die Zisterne kennt der eine oder andere vom Lightroom-Kurs. Das war eines meiner Beispielfotos im Lightroom-Kurs. Ja, Istanbul hat einfach ganz, ganz viele Facetten. Da habe ich dann gerade gesehen, der hat das Bickel gerade nicht mehr erwischt. Ah, der Basar, also der Gewürzbasar mit den Gewürzen, mit den Stoffen. Also das wird uns auch sicher mal so einen Vormittag beschäftigen. Und da ist das Fotografieren im Großen und Ganzen auch überhaupt kein Problem. Man sieht auch hier die Galaterbrücke und an der Galaterbrücke gibt es ganz viele Fotomotive. Wir sind jetzt auf der Vis-à-vis-Seite, wo man raufgeht zum Galaterturm und wo die Istiklal-Kadesi ist, die Einkaufsstraße. Und da werden wir uns sicher auch am Abend herumtreiben und da Fotos machen. Also das ist, finde ich, auch ganz, ganz eine schöne Gegend. Hier sozusagen die Galaterbrücke, dann sind da so diese berühmten Schiffe, da werden diese Fischsemmeln verkauft, dann da gibt es die Fischer, dann kann man, hier ist der Fischmarkt und wenn man dann raufgeht zum Galaterturm, da hinten ist dann diese Istiklal-Kadesi, die große Einkaufsstraße, also wo man diese berühmte Straßenbahn sieht. Und da werden wir mit ganz leicht, also nur mit einer Kamera, vielleicht mit einem Standard-Zoom unterwegs sein, da versuchen einfach ein paar Leute zu fotografieren. Der Straßenbahner war im letzten Mal sehr, sehr nett. Und auch dieses Foto, das im Blitzkurs immer drin ist, dieses Mitziehen, ist auch in Istanbul entstanden. Ja, und so sieht man, natürlich kann man auch mit dem iPad fotografieren. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Szenen an der Straße. Und was ganz Besonderes ist der Ausflug zum Berlotti-Hügel. Also hier oben ist der Berlotti-Hügel. Und der Berlotti war ein französischer Lebemann,
der sich nach Istanbul dorthin verschlagen hat und der dann einige Bücher geschrieben hat. Der kam aus Frankreich und wir können dann von hier mit dem Schiff, also gibt es so ein öffentliches Boot, bis hier nach hinten fahren und marschieren dann einfach hier durch einen Friedhof hinauf zum Hügel. Man kann dann von oben, hat man einen wunderschönen Ausblick auf Istanbul, da kommt dann auch gleich ein Foto. Also wir werden überhaupt sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs sein. Man kann auch dann hier mit der Fähre rüberfahren in den asiatischen Teil. Gerade am Abend hat man wunderschönes Licht auf dem Topkapi-Palast, auf die Hagia Sophia. Die Skyline von Istanbul sieht man da sehr gut. Also das werden wir sicher auch einmal machen. Ja, das ist der Blick vom Bertolotti-Hügel. Da geht auch eine Doppelmayr-Seilbahn hinauf. Hier quasi auf der rechten Seite ist die Altstadt. Das ist die vordere Brücke und die Gallierbrücke ist dann ein Stückchen weiter hinten. Und Eyüp ist so ein kleiner Wallfahrtsort. Da haben wir dann diesen Buben fotografiert oder einfach einmal Frauen. Das ist da sehr, sehr einfach. Auf das freue ich mich schon sehr. Der Fotowalk im Atomkraftwerk Zwentendorf ist der nächste Punkt. Den Fotowalk führen wir schon seit vielen Jahren durch. Und der letzte war am 2.12. Es gibt dann noch einen Termin am 16.03., der aber leider schon ausgebucht ist. Aber es gibt noch einen Zusatztermin jetzt im Juni. Benedikt hat uns die Fotos heute noch geschickt. Man sieht hier nur mit diesem großen Turbinenblatt, mit diesen schönen freigestellten einzelnen Turbinenblättern. Es einfach eignet sich super für so ein Schwarz-Weiß-Motiv, so ganz reduziert. Also toll, toll gesehen. Das ist eigentlich die Kuppe also da waren die Reaktorbrennstäbe, wären da drunter gewesen. Und die wie mit einem riesigen Kran hat man die runtergehoben. Der Kran ist auch noch funktionsfähig. Also das Atomkraftwerk hat über 1000 Zimmer. Wir besuchen nur 980, sage ich immer nach. Also wir haben 8 Stationen und das ist eine der Stationen, wo man eben von oben auch reinschauen kann. Das Besondere ist ja durch das, dass das sozusagen immer also nie im Betrieb war, kann man so alle Teile wirklich gut sehen. Jetzt sind wir genau im Gegenstück und zwar, wo man von unten auf die Brennstäbe schauen kann. Diese Details mit Schrauben, das ist auch, also gibt wirklich ganz, ganz viele Motive in Zwentendorf und das ist schon das ganz Besondere an diesem Fotowalk. Der Benedikt hat wirklich ein Händchen für Schwarz-Weiß-Fotografie, noch so ein Bild. Oliver, was sagst du? Das ist ja eine schöne Ja, Bildsprache. also unglaublich, gefällt mir irrsinnig gut. Also ich bin ein ganz großer Fan von diesen Detailaufnahmen, egal wo ich bin. Also ob das jetzt Schneekristalle oder Turbinenblätter sind oder irgendwelche, also mir gefällt das immer irrsinnig. Also so ein Bild kann man sich groß ausdrucken und im Büro aufhängen zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel auf Hahnemühle, das ist auf einem Ja. ganz edlen Fotopapier schön gerahmt mit Ja, Passepartout, genau. wird es sicher super kommen. Übrigens danke noch, dass ihr auch so fleißig eure Fotos geschickt habt. Das ist ja immer das Schöne, jeder sieht das Motiv anders und dann entstehen halt immer ganz spannende, Punkt, ja. weil jeder halt immer was anderes sieht. Genau, jetzt haben wir den Christian. Auch wieder Details. Ja, Offene wirklich cool. Blende, ganz, ganz geringe Schärfentiefe, also finde ich sehr toll in Szene Und gesetzt. ich finde journalistisch gesehen auch ganz ein tolles Bild, weil man ist in einem Kernkraftwerk Not- und Nachkühlsystem. Also ja, Man weiß gleich mal, was cool. los ist, gell? Ja. Ist halt ein super Spiel mit der Perspektive. Also ich war nicht mit dabei, aber ich kann jetzt nur raten, nach oben fotografiert oder nach unten Ja, nach fotografiert. oben, glaube ich, Oliver. Ja. Das ist nach oben fotografiert, ja, weil so ein ähnliches Foto habe ich auch gemacht. Ja, aber nachdem dort das Licht teilweise recht gelbstichig ist oder auch nicht besonders, ist natürlich schön, wenn man dann das Ganze in Schwarz-Weiß umwandelt und was gerade bei dieser Industriearchitektur natürlich super kommt. Was in Zwentendorf ganz beachtlich ist, es ist alles rein mechanisch. Es hat ja noch keine Elektronik gegeben zu der Zeit. Und jetzt bin ich jetzt neugierig. In der Steuerzentrale gibt es einen Eizo-Monitor. Ich hoffe, dass der irgendwo drauf ist. Ja, Color King. Einfach mal ein Teil schwarz-weiß und ein bisschen was noch blau gelassen.
Und Teile vom Atomkraftwerk sind dann verkauft worden. Also man hat auch das quasi als Ersatzteillager ausgeschlachtet. Man hat lange Zeit Schulungen gemacht, weil diese Reaktoren gab es so also in ganz Europa noch. Und ist jetzt auch vorbei und jetzt üben da auch Einsatzorganisationen drinnen. Ja, man sieht eh hier diese Neonröhren, die das komisch gelb-grüne Licht machen und natürlich auch diese vielen Leitungen, Rohre, Schrauben, die es in alle Ausführungen Ja, gibt. super Foto, super Ja. Foto. Also ich bin ganz, man kriegt richtig Lust, selber dorthin zu Die fahren. Diagonale, die da quasi durchläuft, also schöne Diagonale, und man sieht dann durch die Diagonale sind einfach die Größe, die sich hier ändert, und mit der Größe läuft die Schärfe also schön nach hinten raus, also richtig, richtig toll umgesetzt. Dann der Hans und die Diana. Machen wir Bilder geschickt. Es ist erstaunlich, wie schön das alles beisammen ist. Man hat das ja natürlich immer pflegen müssen, weil sonst wäre das alles verrostet. Und es gehört jetzt der EVN. Die halten das quasi in Schuss. Und das Spannende war ja, dass man das jetzt ja zuerst gebaut hat und auch hat man die Volksabstimmung gemacht. Noch einmal ein anderer Blick auf die Turbine, weil die Turbine war so das Kernstück von dem Ganzen. Die hat dann, es gibt dann, glaube ich, auch ein Foto, wo die komplett drauf ist, ein riesiges Ausmaß. Wenn du jetzt genau schaust, ist der Aizu-Monitor. Von 1980. Ja, ich meine, der wird wahrscheinlich ein Vermögen kosten, also der wird wahrscheinlich eine halbe Million Schilling kosten haben. Und diese Felder hinten, die man da sieht, das sind alles Analogleitungen, das sind nur Lämpchen. Also da ist überhaupt kein Computer, da ist gar nichts drinnen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, sie sind ja in der Zeit zum Mond geflogen, Ja. unglaublich, oder? Also man sieht wieder, dieses Ventil ist direkt angeordnet, Drittelteilung, also ganz schön im Drittelraster, also wirklich fast im goldenen Schnitt, ist es sehr schön in Szene gesetzt. Und dann nochmal diese riesigen Schrauben. Man braucht oft einmal ein bisschen einen Größenvergleich, weil die Dinge sind wirklich riesig. Das ist auch eine interessante Geschichte. Die Uhr oben, die ist nicht original, die ist bei einer Filmproduktion, hat man die reingebaut. Da war es ja nie 5 vor 12, das war quasi das Sujet im Film. Da musste es 5 vor 12 sein, und dann hat man das eingebaut. Das ist es quasi im Steuerraum. Die Katharina hat uns ein ganz, ganz ein tolles Bild, sehr abstraktes, geschickt. Das ist einmal ganz was anderes. Ich muss jetzt gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, wo das ist, aber ich finde, es ist einmal großartig, das so minimalistisch zu sehen. Ja, also ich sehe nur zwei Ellipsen und. Ja, das sind irgendwelche Öffnungen. Ah, okay. Ich schaut, die Katharina ist nicht da, sie hat uns erklären können, wo sie es aufgenommen hat, aber es ist einmal Ich finde das toll, ja. eine spannende Geschichte. Also ich hätte getippt, dass das diese Leitungen sind, diese Rohrleitungen, die da nach Genau, unten stehen in genau. den Raum. Jetzt haben wir den Peter. Das ist super wegen einem Größenvergleich, dass man da eine Person im Bild sieht. Genau, da sieht man mal, wie groß das ist. Ja. Das ist unten im Eingang, wo man quasi von unten auf die also auf die Brennstäbe schauen kann. Da kann man eben von unten, da gibt es quasi diese Öffnungen. Es sind natürlich keine Brennstäbe drinnen, aber da werden die, genau da sieht man es, das wäre das untere Ende der Brennstäbe. Also die würden von oben reingeschoben werden. Das ist zum hier das untere Ende, auch so einer der Kernstücke des Reaktors. Da sieht man im Hintergrund wieder die Turbine und oben steht die Energie der Zukunft. Das müssen wir ja fast scharf machen. Ja, hier noch Ja, einmal diese ganzen Schalter und Lamperl. total gut gemacht, Ja. ja. Ah, super, ja. Also bei diesen Dingen ist oft schön, wenn man da wirklich ganz ins Detail geht, und ich glaube, mit diesen Seismographen hat man ja diese Erdbeben. Also, das war ja alles natürlich ein ganz ein diffiziles System, das man da sozusagen in Schuss gehalten hat. Also, die Maschinenbauer, glaube ich, haben da die helle Freude an diesen Motiven. Jetzt kommt da ganz eine schöne Schwarz-Weiß-Serie. Jetzt schauen wir von oben rein. Also da werden die Brennstäbe, dann dieser große Deckel, den ich jetzt am Anfang gezeigt habe, der wieder da aufgesetzt werden. Und jetzt haben wir quasi, ich glaube, auf 12 Meter. Weil das Schwierige ist ja auch an der Führung in Zwentendorf, es sind vier Guides von der EVN, die noch ein Excel-Sheet
Also alle Fotografen an 8 Stationen durchs Haus rotieren. Das sind jeweils 2 Fotografen dann an einer Stelle. Das ist eigentlich auch die logistische Herausforderung bei einem Fotowalk, ist nämlich gar nicht ohne. Super schön ausgearbeitet. Ja, das ist formal ganz, ganz eine tolle Bildsprache. Super Symmetrie, ja. Ja, und auch so reduziert, oben mit der Leitung, das passt perfekt noch rein. Magst du auch ein bisschen was noch dazu sagen, Sebastian? Weil der Sebastian ist, glaube ich, da, den habe ich gesehen. Hallo? Ja, wir hören dich. Hören Sie mich? Das Bild ist genial. Also, die Umsetzung in Schwarz-Weiß ist sehr schön. Hast du es im Lightroom gemacht oder mit irgendeiner anderen Software? Na, mit Lightroom. Ja, du hast da irrsinnig schöne, also das ist nicht so ganz hart schwarz-weiß, sondern du hast da irrsinnig schöne Anmutung, die da gut passt zum Motiv. Es ist ein bisschen düster. Ja, das passt ja auch gut zu Zwentendorf. Danke. Also die Geschichte ist auch ganz spannend, das ist ein ganz wichtiges Reportagebild, denn die Leute haben sich da quasi komplett umgezogen. Man beachte hier dieses neckische Unterhose. Dann sind ja die durch die Schleuse gegangen. Und wenn die retour gegangen sind, haben wir die dann geschaut, ob die verstrahlt sind. Also, es war so ein riesiges, also schon ein riesiger Aufwand. Und diese Gewänder hängen eben nur im Original dort. Das ist ja beim Anfang immer schon ganz eine interessante Erfahrung, das mal zu sehen. Die schaut schon ein bisschen spooky aus. Ja, das Verrückte ist auch, dass das die Sicherheitskleidung Genau, das war die Sicherheitskleidung. Das kommt noch war. dazu. Ja, das ist, also, wird man halt da schon anders machen. Ja. Ja, schöner Blick durchs Fenster nochmal. Das ist immer total schön, wenn man sozusagen was Mystisches hat. Man schaut irgendwo durch. Man kann gerade erahnen, was da dahinter ist. Ist auch sehr gut gelöst. Also da kommt, finde ich, die Tristesse von dem Ganzen auch noch ein bisschen raus. Und was den Effekt auch noch unterstreicht, das ist normalerweise immer sehr kalt. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Dezember war, aber wenn man dann ein paar Stunden drinnen ist, weil ich schreibe immer, man sollte warme Socken mitnehmen und Schuhe mit dicken Sohlen. Man kann wirklich da furchtbar frieren, wenn man da zu wenig Gewand mit hat. Unten war es aber sogar halbwegs warm. Ja, Also nein, es kommt da. eh drauf, es kommt immer drauf an. Also mir das gerade die Dame, die da sozusagen die Führungen leitet, hat ihm gesagt, dass jetzt im Dezember noch geht und dass es im Frühling noch interessanterweise kühler ist. Aus welchen Gründen immer. Also, das ist schon spannende Sache. Ja, und dann kommt das nächstes, kommen schon die Fotowochenende Sölktäler. Es war jetzt einmal die Idee des Winterfotowochenendes, die habe ich schon vor längerer Zeit gehabt. Schon vor der Pandemie, aber das ist dann letztendlich dem ersten Lockdown zum Opfer gefallen. Und das haben wir dann lang hin und her überlegt, wie ich das machen könnte. Und ich war jetzt da mit Uli Schneebauer vor 2 Jahren einmal auf Erkundung in den Sölktälern. Uns hat es so angesprochen, dass wir dann sozusagen das erste Fotowochenende im Oktober hatten. Und dann haben wir gedacht, okay, und dort möchte ich jetzt gern auch ein Winterfotowochenende durchführen. Und interessanterweise gibt es die Sölkstube. Mit dem Tourismus im Sölktal ist es so eine Sache. Also es gibt ganz wenige Hotels. Die Gasthäuser haben auch nur offen. Ja, da muss man immer genau anrufen und sich genau informieren. Aber es ist wunderschön. Und vor allem wurde uns der Herbert Bodenwinkler empfohlen. Hier sieht man eben den Herbert stehen. Dieser Bauer aus der Region und der einfach wirklich ein Botschafter seiner Region ist und der es damit sehr viel Umsicht geführt hat. Auch für jemanden, der noch nie Schneeschuh gewandert ist, ist es überhaupt kein Problem. Im Hintergrund sieht man unser Hotel, also die Sölkstube. Und vorne, das war nur mal der erste Probewalk, da sind wir mal so eine kleine Runde gegangen, um sich zu gewöhnen. Die Schneeschuhe konnte man sich dort vor Ort ausborgen. Und das war sozusagen mal der erste Versuch, mal zu schauen, wie funktioniert das. Und natürlich, ein Fotostopp darf da auf keinen Fall fehlen. Also wir waren da natürlich auch immer sehr, sehr erpicht, auch zu fotografieren. Am zweiten Tag sind wir dann zur Schönwetterhütte aufgestiegen. Das sind 400 Höhenmeter und wir sind also 2 Stunden ganz gemütlich da hinaufgewandert. Also der Weg ist nicht sehr steil, also das kann man ganz leicht schaffen. Das Gehen mit den Schneeschuhen ist jetzt nicht so eine große Kunst, das hat man relativ schnell im Griff. Das letzte Stückel war dann ein bisschen steiler.
Man sieht ja auch beim Volker, da sind die Schneeschuhe offen. Das heißt, man kann dann ein bisschen aus der Bindung raus und kann dann noch besser steigen. Stöcke hat man natürlich, aber ansonsten ist natürlich eine tolle Sache. Und vor allem, es liegt dort auch viel Schnee. Also im Ennstal, ein Stückchen weiter unten war es Upper, aber also Sölk, der Hauptort heißt St. Nikolai, der liegt auf 1000 Meter und der war, also da war eine durchgehende schöne Schneedecke. Die Belohnung für den Aufstieg war die Schönwetterhütte. Und in der Schönwetterhütte, also eine richtige urige Hütte, dort haben wir natürlich schon eine Pause gemacht. Da gibt es nämlich die Heidi, eine tolle Hüttenwirtin, die mit ihrem Mann gemeinsam die Hütte führt, die selber auch eine Fleischerei haben, die eigene Tiere vermarkten, also richtig gemütlich. Und wir haben dann irgendwie festgestellt, dass es eigentlich der beste Kaiserschmarrn ist, den wir da in der Region gegessen haben. Und haben wir dann dort natürlich eine schöne Zeit auf der Hütte verbracht. Der Uli hat sich schon gestärkt für die Star Trails. Wir sind nachher wieder gemütlich runtermarschiert. Ihr seht, alle sind fest angezogen. Also es war jetzt nicht sonderlich warm, aber wir haben dann den Aufstieg, den wir zuerst in 2 Stunden gemacht haben, haben wir dann in einer guten Stunde ganz locker bewältigt. Also bergab war es dann doch viel, viel leichter. Da kann man schon erahnen, die Kälte, die es gehabt hat. Wir wollten zu einer Hirschfütterung und haben einen Termin mit einem Jäger gehabt. Und es ist ein riesiges Theater, um überhaupt die Connection zu bekommen. Also das ist wirklich schwierig. Wir sind dann um 7:30 Uhr gestanden, haben uns ein bisschen den Hintern abgefroren und wir waren nicht da, der Jäger. Und gesagt, okay, kann man nichts machen, soll halt nicht sein. Am nächsten Tag haben wir dann einen zweiten Versuch gehabt. Und man muss sich dann vorstellen, es kommen 200 Stück Hirsch, also Hirsche und Hirschkühe zu dieser Fütterung. Die werden von 1. November bis 15. Mai werden die gefüttert. Silage, also es wird Heusilage verfüttert. Und ich habe dann mit dem Jäger gesprochen, er meinte eben, wenn sie nicht füttern, dann haben sie so viel Wildverbiss. Und aus dem Grund werden die auch gefüttert. Natürlich werden die Abschüsse verkauft. Also so ein prächtiger Hirsch kostet ungefähr 7.000 Euro. Das ist halt einfach so eine Geschichte der Wald- und Forstwirtschaft. Aber für uns war es natürlich eine tolle Gelegenheit. Wir sind dann in den Autos gesessen, also wir durften nicht aussteigen. Haben wir dort die Möglichkeit gehabt, mit so 100 bis 400 mm einfach tolle Fotos von diesen wirklich grandiosen Tieren zu machen. Das war sicher eines der absoluten Highlights hier in den Sölktälern. Und der Jäger war sogar so nett und hat uns ja bereit erklärt, dann nächstes Jahr vielleicht einmal eine Führung im Betrieb mit uns zu machen. Diese Verbindung haben wir jetzt einmal aufgebaut. Am nächsten Tag hast du dann minus 10 Grad gehabt. Wir waren natürlich alle dick eingepackt. Man sieht es auch an dieser bläulichen Färbung des Bildes. Es war in der Früh im Schatten und es war wirklich richtig, richtig kalt. Es war Gott sei Dank windstill und dann war das eigentlich erträglich. Aber nach einer halben Stunde sind wir in die Sonne gekommen. Da geht es rein Richtung Bräualm. Das war so eine tolle Stimmung. Einfach der frische Schnee und das Wetter war einfach fantastisch. Also es war die ganzen Tage einfach nur wirklich richtig, richtig cool. Einfach Winterfotos von der besten Seite. Hinten auf der Bräualm dann sozusagen war unser Endpunkt und dann sind wir wieder zurückgewandert. In dem Fall haben wir gar keine Schneeschuhe gebraucht, denn es war ein schöner Winterwanderweg. Also es gibt auch Winterwanderwege im Sölktal und das zum Fotografieren natürlich auch eine tolle Sache. Am vorletzten Abend dann war so die Geschichte, wir möchten unbedingt noch einmal Sterne fotografieren. Jetzt sind wir dann um 8:30 Uhr noch einmal hinaus und haben dann also probiert, mal einzelne Sternenbilder zu machen und ein paar haben auch Star Trails zusammengebracht. Das ist jetzt nur ein kleiner Einblick. Wir werden noch eine ausführliche Bildbesprechung im nächsten Fotocafé machen, wo wir noch mehr Bilder zeigen möchten. Wir wollten das jetzt gleich einmal bringen, nachdem das jetzt vor kurzem erst war und euch damit ein bisschen teilhaben lassen an dieser tollen Geschichte. Und am Sonntag am Vormittag, nachdem das Wetter so schön war, haben wir uns dann noch ein bisschen mit dem Thema Seifenblasen befasst. Wobei interessanterweise nicht gefroren sind, es war gerade noch ein bisschen zu warm. Also es hat nur minus 4 oder 5 gehabt, das war gerade so an der Grenze. Und wir haben diese wunderschönen Spiegelungen fotografiert. Und das Thema Seifenblasen ist mit und ohne Gefrieren eine tolle Sache. Ich werde es in Zukunft auch fürs Autofokus-Training aufnehmen. Bei dem Seifenblasen kann man richtig gut den Autofokus üben. Und das wird auch beim Canon EOS R Power Training werden die Seifenblasen in Zukunft ein Thema werden. Den Oliver bitten, du hast ja ein bisschen was für die Photoshop-Challenge vorbereitet. Kannst du vielleicht einmal loslegen? Ja, gerne. Also herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite.
Also ihr seht das Bild. Karl, wo ist das entstanden, dieses Bild? Ja, das ist auch in den Sölktälern, das war, wie wir auf dem Jäger gewartet haben am ersten Tag in der Früh. Ah ja, also Morgenstimmung mit Morgenstimmung, so. ja, das war. Ja, also ich habe das jetzt schon mal hier in Photoshop vorbereitet und ein Smart-Objekt da installiert als Ebene. Smart-Objekt bedeutet, das ist ein Container und in diesem Container liegt die RAW-Datei. Und wenn ich jetzt da jetzt anklicken würde, dann würde ich direkt in den RAW-Converter kommen. Aber wir machen das jetzt nicht, sondern der erste Schritt ist, wir duplizieren diesen Container und zwar durch neues Smart-Objekt durch Kopie, weil dann habe ich hier unten das Original, ich beschrifte das jetzt gleich mal da, Original und da oben die obere Ebene, die beschrifte ich mit RAW, weil das wird unsere RAW-Konvertierung. Und jetzt klicke ich da auf dieses Symbol zweimal an und lande in dem RAW-Konverter. Ja, und wie ich dieses Bild gesehen habe, ich war ja nicht dabei da in den Sölkteller, habe ich mir gleich gedacht, wow, das sieht ja aus wie im Märchen. Also das hat mir mein Bauchgefühl sofort gesagt. Und daher ist jetzt meine Idee, dass ich sage, ich werde jetzt mit einer Bildbearbeitung diese Märchenstimmung noch unterstützen. Und dazu möchte ich gerne da mal hier diese Farben vom Himmel etwas mehr herausarbeiten. Und jetzt bin ich ganz brutal und nehme den Sättigungsregler und sage, die Sättigung ein bisschen höher. Also ich sage jetzt einmal da auf 40. Ja, es wird schon märchenhafter. Jetzt kommt mein Lieblingsregler, wo ich sage, die Tiefen, weil ihr seht eh, wie dunkel dieser Wald ist, den könnte man jetzt nach oben ziehen und ihr seht, plötzlich sieht man den Wald viel besser und man erkennt auch in den dunklen Flächen die Details. Aber in dem Fall, sage ich, würde das die Märchenstimmung vielleicht nicht so sehr unterstützen. Und zweitens, da herunten hier eh nichts passiert, ist jetzt meine Idee wieder, ich stelle den wieder auf Original zurück. Und nehme diese Kante für das finale Bild jetzt als Rahmen. Und das da unten, das interessiert mich eigentlich weniger. Es würde mich interessieren, wenn jetzt hier unten ein 16-ender Hirsch noch stehen würde, dann hätte ich das mit dem Tiefenregler hochziehen so bearbeitet. Aber Oliver, da. das ist sehr interessant, also da stimme ich dazu. Und es war wirklich so, dass sozusagen oben noch ganz viel Licht drinnen war. Es hat so minütlich gewechselt. Ja. Und wie wir da auf den Jäger gewartet haben, also wir haben da 4 oder 5 tolle Bilder mit verschiedenen Wolkenstimmungen. Und das Problem war eh, was tun wir mit den Bäumen im Vordergrund, hast du vollkommen recht. Ja, das schneide ich weg. Also Ja, das, nein, das passt ja. schon. Also das ist Und jetzt so, weil es tut sich hier nichts. Also genau, bin ich vollkommen bei dir. und diese Märchenstimmung, da geht es ja um diese magischen Berge am Horizont und diese geniale Wolkenstimmung. Also das heißt, ich hätte jetzt gar nicht mehr gemacht, sondern ich habe nur den Sättigungsregler ein bisschen nach oben gezogen und fertig. Also das heißt, das war jetzt meine RAW-Konvertierung. Und jetzt dadurch, dass man da jetzt dieses in zwei Ebenen so angelegt haben, habe ich jetzt oben die RAW-Entwicklung. Jetzt, wenn ich da am Auge ausschalte, das war das Original, das haben wir gemacht. Ja, und jetzt ist halt meine Idee, ich möchte jetzt da diese einzelnen Farben, also ihr seht eben, wir haben da Magenta, wir haben da Orange, wir haben da ein Himmelblau oder Cyan. Diese einzelnen Farben möchte ich jetzt noch ein bisschen herausarbeiten. Dazu lege ich mir jetzt eine Einstellungsebene Farbbalance an und schaue mir jetzt einmal da diese Orangetöne an. Also das heißt, ich werde ein bisschen mehr Gelb dazugeben, ja, und ein bisschen mehr Rot dazugeben. Ja, jetzt ist natürlich dieser Effekt auf das ganze Bild und das möchte ich nicht. Ich möchte ja diesen Effekt nur lokal da auf diese Wolken anwenden. Daher, ihr seht eh da, diese Einstellungsebene hat jetzt eine weiße Maske. Weiße Maske bedeutet, der ganze Effekt wird auf dieses Bild übertragen. Das will ich nicht. Daher invertiere ich jetzt die Maske mit Steuerung I. Jetzt ist sie schwarz. Also jetzt ist der Effekt weg. Wenn ich jetzt aber einen weißen Pinsel nehme, ich nehme da jetzt 50% Deckkraft und auf dieser schwarzen Maske mit Weiß male, dann kann ich jetzt wirklich da
lokal diesen Effekt einmal, dass ich sage, alles, was eh schon da so bei den Wolken ein bisschen so orange ist, mache ich jetzt noch ein bisschen oranger. Gut, schauen wir uns einmal an, am Auge vorher, nachher. Also, ihr seht eh, vielleicht tun wir da noch ein bisschen mehr auftragen. Genau, weil von da ist auch die Sonne gekommen, genau, da war, das Ja. war. Also, mir ist immer wichtig, man kann solche Landschaftsbilder bearbeiten, aber man soll halt diese einzelnen Farben detailliert ausarbeiten, weil sonst schaut es schnell mal aus, wie wenn jemand über das ganze Bild den Sättigungsregler hochgezogen hat. Also, es sollten auch ungesättigte Flächen im Bild sein, weil dann wirkt es immer noch Ich glaube, natürlich. Oliver, wichtig ist, dass man einfach dort kein Licht hineinmalt, wo es kein Licht gibt. Ja. Genau, das ist, glaube ich, Naja, so das Thema. also, na, das würde ich gar nicht sagen, sondern einfach sagen, was ist meine Bildidee? Wenn meine Bildidee ganz eine andere ist, dann ist das sicher legitim, Karl. Also, aber wir haben ja jetzt die Bildidee Märchenstimmung und dass der Rand unten am Foto durch diese natürliche Linie gerahmt wird. So, jetzt tun wir noch dieses Cyan da ein bisschen herausarbeiten. Das mache ich jetzt wieder mit der Farbbalance. Gibt da ein bisschen mehr Cyan dazu und Blau. Ja. Invertiere die Maske wieder, weil ich will ja nicht über das ganze Bild. Aber schaut mal, wie jetzt kalt plötzlich da der Vordergrund geworden ist. Schaut mal auf den Vordergrund. Ich schalte mal kurz aus, neutral, und jetzt wird es richtig kühl. Also passt wieder für dieses Märchen dazu. Aber jetzt machen wir die, invertieren wir die Maske. Tun wir jetzt einmal da oben am Himmel ein bisschen dieses Blau herausarbeiten. Ich mache es jetzt ganz ein bisschen Spur kleiner. Dann habe ich da noch ein bisschen ein Blau. Und jetzt werden wir da herunter auch noch da, damit da, dass man es richtig da im Bodennähe, da sitzt die Kälte. Ja, jetzt wäre ich mal grob fertig und jetzt würde ich das Ganze jetzt nur noch neu rahmen. Das heißt, ich nehme die Originalproportion und tue das Ganze jetzt, also ich schaue halt da auf die Linie. Ja, da werde ich ein bisschen was wegnehmen. Also da den weißen Berg will ich nicht mehr anschneiden. Und da vor diesem wunderschönen Licht will ich eigentlich auch nicht viel mehr wegnehmen. Also ich bestätige das Ganze jetzt. Also du gehst Ja. ein bisschen ins Panorama, Oliver. Ja, Könntest würde du ein ich bisschen ins auch Panorama gehen. gehen? Würde ich auch gehen. Daher lösche ich jetzt da original und sage, ich ziehe es ein bisschen rauf. So ungefähr. Genau. Ja, sehr gut. Also jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Und jetzt können wir wieder diskutieren, dass wir sagen, passt es jetzt daher, diese helle Fläche da unten, oder wollen wir da wirklich schön rahmen? Wollen wir noch mehr Panorama, dass wir sagen, diese weiße Fläche Ich glaube, die ist stört uns, weg? oder? Ja, die stört uns. Jetzt gibt es die zwei Varianten. Entweder ich beschneide es noch mehr, oder ich nutze jetzt die KI und sage, ich nehme das Auswahlwerkzeug. Wichtig ist, weiche Kante 0 Pixel einstellen. Also wir wollen keine weiche Kante. Und jetzt umrahme ich das Ganze da. Ja, habe das ausgewählt. Jetzt muss ich natürlich Photoshop sagen, bitte blende mir das Kontextmenü ein, wo, damit ich die KI überhaupt benutzen kann. Und das finde ich, ist meiner Meinung nach nicht optimal gelöst. Also ich muss da jetzt ins Menüfenster, muss da kontextbezogene Taskleiste einblenden. So, jetzt ist sie da, weil nur so habe ich Zugriff auf die KI. Und jetzt sage ich einfach, generative Füllung. Und jetzt könnte ich hier noch einen Text eingeben. Also ich könnte jetzt hier reinschreiben, Schneefläche weg. Aber ich sage einmal, ich lasse jetzt die KI ein bisschen rechnen und die wird schon wissen, was da jetzt zu tun ist. Und jetzt machen wir mal den ersten Versuch. Also ich sage jetzt generieren. Wenn die Internetverbindung flott ist, geht das eh einigermaßen schnell. Also die KI in Photoshop zu benutzen, braucht man immer Internetverbindung. So. Interessant ist immer auch, wenn man dann die Tipps liest, weil jeder, oh, schau, und ist schon weg. Und jetzt kriege ich da unten noch drei Varianten. Jetzt kann ich da sagen, ja, gefällt mir schon sehr gut, gefällt mir auch gut. Also die dritte Variante wäre jetzt die unauffälligste, sage ich mal. Ja, und jetzt ist das Ganze so weit weg. Ich blende euch jetzt noch einmal das Originalbild ein. Also da brauche ich jetzt nur auf die unterste Ebene, wo ja unser Original liegt. Halte die Alt-Taste und klicke einmal auf das Auge, dann werden alle Ebenen über dem Original ausgeblendet und somit kann ich sagen, das war das Original. Ihr seht eh wenig Farben, eher
ein bisschen monochrom das Bild und das haben wir draus gemacht. Und es schaut nicht künstlich aus, oder? Was sagt ihr dazu? Nein, es schaut super aus, Oliver. Es schaut überhaupt nicht künstlich aus. Gut, dann speichern wir das ab. Das heißt, wir wollen das Photoshop-Dokument abspeichern. Und jetzt gehe ich da ins Fotocafé. Das habe ich da. Das ist heute, jawohl. Also speichern wir es ab. Gut. Ja, und dann gibt es noch ein Bild. Das ist jetzt dieses Bild. Karl, erzähl uns nur ganz kurz. Das war dann also am vorletzten Tag bei der Wanderung ins Moor und am Rückweg, und da war einfach so ein traumhaftes Wetter, einfach Winter, Wonderland. Also wir sind da einen ganzen Vormittag unterwegs gewesen und man geht zuerst eben so durch so ein kleines Wäldchen. Wunder, wunderschön. Also das ist einfach, also diese Sölktäler sind zum Winterwandern, also wenn jemand nicht Pistenski fährt, einfach total ideal, und man kann also auch ohne Schneeschuhe ganz leicht einen Urlaub verbringen, und der Naturpark Sölktäler bietet auch Wanderungen an. Ja, also ich habe das Bild gesehen und habe gleich richtig Lust bekommen. Aber jetzt machen wir wieder die Retusche. Also hier ist wieder das Original, so wie vorher. Noch einmal neues Smart Objekt durch Kopie. Das heißt, die obere Ebene wird unsere RAW-Konvertierung und unten bleibt das Original. Also ich bin einfach ein Fan, dass ich immer wieder zurückschauen kann, wie war das Original und wie weit habe ich mich mit meiner Retusche schon vom Original wegbewegt. Also wir starten wieder die RAW-Konvertierung. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, weil auf diesem Bild ist jetzt der Schnee gelb-orange. Möchte man das? Möchte man das nicht? Also ich sage jetzt, das Ziel sollte jetzt sein für diese Retusche, es sollte ein Art Fremdenverkehrsbild entstehen. Also so ein richtig schönes Imagebild, wo man sagt, die Sölktäler wählen das dann, um den Wintertourismus dort zu bewerben. Also das heißt, jetzt müssen wir halt den Schnee wieder weiß machen. Dazu gibt es eine tolle Funktion im RAW-Converter. Man wählt hier da die Pipette aus. Das gibt es genauso in Lightroom. Seht ihr, es wird eingeblendet, Weißabgleichwerkzeug. Und jetzt muss ich diesem Ding nur sagen, diese Fläche ist weiß oder grau oder schwarz und daher passt bitte die Farben an. Und jetzt sage ich natürlich, der orangene Schnee, der passt da nicht ganz. Jetzt klicke ich einmal drauf. Achtung, und schon ist der Schnee weiß. Vielleicht haben wir da jetzt eine blöde Stelle erwischt, die gehen nochmal weiter vorwärts, ist bläulich geworden. Das war nämlich genau Ja. der Grund, warum ich das Bild geschickt habe. Ja, sehr Hilf gut. dich. Also jetzt sind wir einigermaßen weiß. Gut, das Ziel, was wir uns gesetzt haben, weil das ist jetzt die Bildidee, die wir weiter verfolgen. Wir wollen ein Tourismusbild für den Wintertourismus Sölktäler erarbeiten. Naja, dann ist er so ein kontrastreiches Bild nicht geeignet, wo man sagt, man erkennt fast nicht die Person da vorne und da ist auch alles schwarz. Also da ist für meinen Geschmack das Drama zu hoch. Daher, um Tourismus zu sein, muss man ein bisschen freundlicher werden. Und jetzt ziehen wir mal den Tiefenregler an und schon plötzlich haben wir da das Licht da und es schaut schon wieder viel freundlicher aus. So würde ich es jetzt einmal lassen. Was absolut genial ist, dass diese Dame, die da geht, eine Komplementärfarbe zu dieser Winterlandschaft anhat. Also dieses Rot hebt sie wirklich super raus. Und jetzt sind wir genau dort beim Wintertourismus, wo ich sage, es passt einigermaßen. Und für meinen Geschmack, ich bin schon wieder fertig mit der RAW-Konvertierung. Also eine RAW-Konvertierung muss nicht immer eine ziemlich aufwendige Geschichte sein. Man überlegt sich halt vorher immer eine Bildidee und versucht das Ganze zu realisieren. Also ich gehe jetzt wieder auf OK. Schauen wir uns das an. So war es vorher, sehr gelb und kontrastreich. Und jetzt haben wir einfach da die Farben korrekt angepasst und ein bisschen mehr Licht in die Tiefen hineingebracht. Ja, und jetzt können wir wieder diskutieren und sagen, naja, stört uns da dieser Busch da hinten, zerstört der da diese makellose Fläche da oder nicht? Oder stört uns da dieser Flair da, Die also der, Lensflares, die würden mich noch ein bisschen stören. Also man ja, find, na der Himmel gut, ist auch vielleicht noch ein bisschen zu bläulich. Also das Bild könnte einen Ticken wärmer noch werden, aber der Schnee darf nicht, der Schnee müsste schon schön weiß bleiben. okay. Danke für den Hinweis, Karl. Dann werden wir nämlich Folgendes machen. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich dupliziere nochmal unsere RAW-Konvertierung. So, neues Smart Objekt durch Kopie. Und jetzt sagen wir einfach RAW gelb.
So, jetzt gehen wir da nochmal in den RAW-Konverter und jetzt tue ich nur die Farbtemperatur. Ich schaue jetzt nur auf den Himmel, sonst nirgends hin. Tue die Farbtemperatur ein bisschen mehr ins Wärmere, dann passt es auch mehr zu dieser schönen Sonne. Ihr seht, der Schnee ist auch wieder gelb geworden. Jetzt sage ich okay. Und dadurch, dass ich das jetzt auf einer eigenen Ebene habe, lege ich mir jetzt da einfach eine Maske an, invertiere diese Maske wieder. Jetzt ist wieder der Himmel ganz tiefblau und eiskalt. Und jetzt male ich mir einfach da diesen wärmeren Himmel ins Bild hinein. Vielleicht eine ganz kleine Anmerkung, Oliver. Ja. Und zwar für die Leute, die mit Lightroom arbeiten, ihr braucht keine Scheu haben, dass ihr mal in den Photoshop wechselt. Ihr habt ja sowieso im Fotografen-Abo Photoshop dabei. Ihr braucht nur mit der rechten Maustaste auf das Bild gehen, in Photoshop bearbeiten. Dann übernimmt er quasi die Rohkonvertierung aus dem Lightroom, also was der Oliver jetzt gerade gemacht hat. Und dann könnt ihr sozusagen da loslegen und auch diese ganzen KI-Tools nutzen. Und das ist manchmal schon sinnvoll. Ja, oder Karl, Variante 2, du bist ja der Lightroom-Experte, ich kann ja mit Lightroom auch den Himmel auswählen und Na, dann halt. das schon, aber Ja. viele Dinge gehen einfach im Photoshop besser, das muss man schon sagen. Ja, also ich liebe das, dieses Aufbauen dieser einzelnen Ebene, wo ich sage, da zeige ich das, da zeige ich das. Darum bin ich halt so ein Photoshop-Fan. Ja, Ja. das Problem ist, im Lightroom gibt es ganz, ganz viele Sachen und diese Masken sind grenzgenial, aber Ja. gerade dieses generative Füllen und diese ganzen Geschichten, die gibt es im Lightroom nicht. Ah, okay, gut, habe ich auch wieder was gelernt, vielen Dank. So, jetzt haben wir ja noch diskutiert, ist uns das Bild jetzt noch immer zu kontrastreich oder nicht? Ich hätte jetzt gesagt, die Farbe vom Himmel passt schon, aber für meinen Geschmack noch eine Spur zu dunkel. Daher lege ich mir jetzt da noch eine Gradationskurve an und der Weißpunkt und der Schwarzpunkt bleiben und ich tue jetzt nur die Mitteltöne ein bisschen nach oben. Schaut's, und jetzt wird's so richtig taghell. Also, wir verlieren keinen Kontrast, weil Weiß und Schwarzpunkt bleibt. Und so, jetzt schaut's wirklich aus, wie wenn das jetzt wunderschön an einem Tag fotografiert ist, weil ihr seht's eh noch einmal. Das war das Ausgangsbild, wo man richtigerweise auf die Lichter belichtet hat, dass da wirklich die Daten da sind. Und wenn man jetzt dann das Ganze ein bisschen noch aufhält, dann hat man dieses touristische Bild. Ja, und jetzt die letzte Entscheidung, wo wir sagen, dieser Flair da, der stört uns. Früher war das ein Riesenaufwand, so einen Flair Das war wegzuretuschieren. wirklich mühsam. Ja, also ich erzähle es nur theoretisch. Ich habe erstens einmal diesen Punkt da entsättigt, dann ist jetzt eh, das ist ja deutlich heller als die Umgebung. Dann habe ich diesen Punkt da abgedunkelt. Und wenn man dann noch irgendwas gesehen hat, habe ich halt müssen mit dem Kopierstempel da reinarbeiten, bis man halt nichts mehr gesehen hat. Und das war oft der Aufwand von einer halben Stunde. Und jetzt, danke, wir haben die KI, darum verteufle ich das Ganze überhaupt nicht, weil du seit die KI habe, habe ich viel mehr Zeit zum Fotografieren und muss nicht mehr so lange retuschieren. Gut, also ich habe ja das schon angehakt, automatisch wird mir jetzt da diese Kontextleiste eingeblendet. Ich sage wieder, generatives Füllen. Ich sage jetzt wieder Photoshop, du wirst es schon wissen, was ich will von dir. Ich sage jetzt nicht Flair wegretuschieren und sage generieren. Immer diese Tipps lesen, das ist auch gut, weil da blendet ihr. Ja, und weg ist er. Schaut mal. Also jetzt habe ich da die Variante 1, ich habe da die Variante 2 und da die Variante 3. Schauen wir schnell mal, was Ich glaube, vorher oder die nachher. Einser war die bessere, Oliver, glaube ich. Glaubst? Ja. Bei der Zwarer habe ich die Kante. Schau mal, Karl. Ja, Die es stimmt. Bergkante. Genau, stimmt. Also, man kann ja dann wirklich wählen, aber jetzt Ja. habe ich mich für die. Und außerdem ist das so weit weg. Ich sage einmal, Nein, es nein, ist klar, das vollkommen ist wurscht. überhaupt kein Thema. Ja, das Muss man passt da schon. nehmen. Ja, da so weit weg gefällt mir die dritte. Also, es wird kein Mensch, der diese Gegend perfekt kennt, sie reinzoomen und sagen: Hey, Moment einmal, da hinten bei dem Berg stimmt was nicht. Also, so, und das hätte ich jetzt gesagt, ich ziehe nur diese Leiste Das war raus. nur eine Kleinigkeit im Chat, und zwar, dass die Person zu hell wäre, ist jetzt gekommen. Im Chat war Die die Anmerkung, dass die Person Person ist zu zu hell hell. ist. Ja, also wenn das der Geschmack ist, dass sie zu hell ist, weil wir haben ja eine Gegenlichtsituation, für ein touristisches Bild hätte ich es jetzt so lassen. Würde ich Aber auch sagen, aber wenn man's, man kann ja die wir haben Person ja ganz leicht da abdunkeln, diese ja. Gradationskurve, wir haben da.
aufgehellt. Naja, also kein Problem, ich gehe jetzt da auf die Maske, nimm einen schwarzen Pinsel und tu da einfach diesen Effekt wieder wegnehmen und dann ist die Person dünkler. Wer hat das gesagt? Also bitte nochmal in den Chat schreiben, ob das jetzt besser ist. Also jederzeit. Ich war Wolfgang. Ja, also im Protokoll kann ich jetzt nochmal zurück und sagen, so war es heller und so haben wir es jetzt ein bisschen abgedunkelt. Ja, also lasse ich gelten. Das ist das Schöne, wenn man in der Gruppe retuschiert. Ja. So hätte ich es jetzt lassen. Seid ihr damit einverstanden? Kurz mal in den Chat eine Eins schreiben, wer damit einverstanden ist. Ja, dann hätte ich es so jetzt lassen. Ja, Oliver, der Song ist, das schaut super aus. Gut, dann speichern wir es noch ab. Sehr gut. Das heißt, ja, was haben wir schon drinnen? Ich bespeichere halt immer, wenn ich viel retuschiert habe, das Photoshop-Projekt ab. Und jetzt kann man dann noch sagen, okay, jetzt ist es fertig, jetzt kann ich sagen, Kopie speichern unter und dann wähle ich halt das Format aus, das ich benötige und ich nehme da meistens das JPEG-Format, also bei Fotos immer nur JPEG und dann sage ich auch noch im JPEG-Format und natürlich in der besten Qualität, also 12 und dann sage ich okay und jetzt habe ich das Ganze als JPEG ausgegeben und jetzt kann man das natürlich für die Webseite nutzen. Also, wenn man jetzt wirklich heikel ist, kann man auch noch sagen, schaut es gut aus, dass da bei dem Rucksack da diese Schlaufe runterhängt. Also, die könnten wir jetzt auch noch vielleicht wegretuschieren. Aber sonst sage ich, ist das schon mal ein sehr schönes Bild. Gut, liebe Leute. Oh, im Chat waren 11 Nachrichten. Lauter Einser, passt super, Oliver, möchte noch die restlichen Lensflare weg. Also es gibt noch einen Lensflare. Ja, aber ihr habt eh gesehen, wie das funktioniert. Einfach einringeln und dann lasst das Photoshop Also für das euch. war witzig, es war so, es war zwar sehr klar, aber so ein bisschen diesig, also es war sehr Lensflare anfällig an dem Tag, das war interessant, also es war schon schön, aber es war so ein ganz leichter Hof um die Sonne, dann ist natürlich, sind die Lensflares ein großes Problem. Wenn es stört, also mich Nein, mich weniger. stört es in der Regel auch nicht, Ja. aber das war so eine Geschichte. Und was mir dann auch aufgefallen ist, es hat auch dann jemand immer einen Polfilter sozusagen als Everyday-Filter drauf gehabt, was natürlich auch nicht gut ist. Und Filter machen dann prinzipiell auch noch mehr Flares und die Blende, die geschlossene Blende. Also wenn man immer sehr mit Blende 16, Blende 22 fotografiert, natürlich werden die Flares viel mehr und auch der Schmutz, also wenn Schmutz am Sensor ist, wird der auch noch sichtbar. Ja, und Licht nimmt da halt weg, der Es kommt Filter. auch noch, der nimmt auch noch Blenden Licht weg und der Ja. entsättigt, das kommt auch noch dazu. Also wir werden uns jetzt sehen bei den nächsten Fotocafés auch wieder mehr mit dem Thema Lightroom beschäftigen. Also wir werden auch wieder einige Lightroom-Tipps bringen. Ich werde einem dann was vorbereiten. Wenn Da ihr werde das. ich dann im Hintergrund sitzen und sagen, Karl bitte so, oder? Gerne. Na, aber dann werde ich einfach die Sachen vorbereiten und an dich übergeben. Also weißt du, wir werden so einfach ein kongeniales Teamwork machen. Ja, sag ich auch, ja. Ja, Sag mal ja. Ja. das ist ja wirklich genial. Also, liebe Leute, 2024 wird cool. Karl und ich haben wieder uns viel vorgenommen, oder? Ja, natürlich. Ja, also. Ihr habt ja gesehen, wir haben ein umfangreiches Kursprogramm und wir werden auch im Fotocafé das eine oder andere machen. Wir werden sicher auch wieder einmal im Quartal so Community einmal Lightroom Q&A machen und wir werden einmal Foto Q&A machen. Also wir haben da vielleicht vor dem Fotocafé einmal dass wir nächstes Monat im Februar mal so eine Stunde Foto Q&A machen. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet gerne mal ein Thema im Lightroom gerne hören, dann einfach mal nur kurz melden, dann können wir das auch vorbereiten. Also sehr, sehr gerne. Sendet ja laufend was und ich werde jetzt auch wieder ein bisschen was vorbereiten. Das Thema Ausgabe ist auch so ein Evergreen, also ich merke bei den Kurse, dass das Thema Ausgabe, wie speichert man richtig ab und so weiter, dass da dann auch dort und da ein Problem gibt. Und die Größe auch, also Ja. für Druck, für Instagram und so, also das sind Genau. diese Themen, ja. Das wäre zum Beispiel gleich mal ein Thema, was wir für die nächste Nummer nehmen. Es wird dann wahrscheinlich Anfang März ein Webinar zur Sternenfotografie mit dem Uli und mit mir geben, wo wir euch nochmal ganz genau und ausführlich sozusagen erklären, wie das funktioniert. Und es wird ein bezahltes Webinar sein, aber die Fotocafé-Community wird da einen Rabattcode bekommen. Also bin ich gerade am Ausarbeiten. Es wird dann wahrscheinlich 1 oder 1,5 Stunden dauern. Also was für uns so interessant war, das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Kamera fix und fertig eingestellt hat und
bei minus 10 Grad in der Nacht, bei Finsternis, schaut das einfach komplett anders aus. Also man sozusagen das Kamera-Handling, dass man, dort war nämlich nur eine Laterne, dass man dort einmal das Stativ montiert, dass man schon alles im Warmen voreingestellt hat. Und interessant war auch, also auch bei minus 10 Grad, der Akkuverbrauch ist eigentlich nicht tendenziell irgendwie höher gewesen. Und die Kameras haben die Kälte eigentlich auch ganz gut ausgehalten. Wir haben 2 Stunden draußen gestanden und haben jetzt alle 30 Sekunden ein Bild gemacht. Das war eigentlich überhaupt kein Problem. Du Karl, Ja. ginge das, dass man dieses Webinar vielleicht vor Island macht, weil dann könnte man das dort gleich verwenden, was man da gelernt Mal hat. schauen, dass wir das unterbringen. Das ist eine gute Idee. Das habe ich auch schon gedacht. Ja. Ja, weil Island wird sich das ja anbieten für Ja, sowas. natürlich, weil die Milchstraße und Nordlichter hat ja ähnliche Parameter Eben, von der ja. Aufnahme her, ja. Na, das war toll. Vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Es gibt nur einen Platz für die Februar-Madeira-Fotoreise. Wenn sich noch jemand ganz kurzfristig entschließen sollte, einfach sich nur kurz bei mir melden. Es waren einige Anfragen bezüglich Fotowalks, dritte Mann-Tour. Da gibt es am 12. Juni einen Termin. Es gibt auch wieder im Juni einen Südbahnhotel-Termin. Und ich arbeite auch noch gerade am ÖMTC. Das war ja so ein leidiges Thema voriges Jahr, das leider sehr kurzfristig abgesagt wurde. Aber ich hoffe auch, dass im April oder im Juni noch einen ÖMTC-Termin gibt. Da bin ich auch dran. Dann ist sozusagen diese Geschichte auch abgearbeitet, dass wir diese Termine dann auch wieder alle haben. Ja, gerade die Fotowalks finde ich eine super Sache. Südbahnhotel war auch sehr, sehr schwierig. Ich war jetzt, glaube ich, 2 Monate hat es gedauert, bis ich Antwort bekommen habe. Also manchmal versteht man das nicht, aber das ist echt, ja, halt Location ausgebucht und und. Oliver, wie geht es bei dir jetzt weiter in der nächsten Zeit? Auf Skifahren oder fotografieren? Nein, also ich habe morgen einen Auftrag am Hochkönig in einem Hotel. Ja, das ist morgen einmal der Plan und ich werde es natürlich auch verbinden mit einer Stunde schnell mal Skifahren gehen, wenn ich rechtzeitig fertig werde. Ja, und dann geht es eigentlich nächste Woche gleich wieder weiter. Ich habe da beim Autohändler ein Shooting, bei einer Technikfirma ein Shooting. Also das neue Jahr startet schon wieder sehr produktiv. Sehr gut. Also ich bin jetzt noch 2 Wochen gut erreichbar. Also bin jetzt quasi die ganze nächste, also die Wochen sind noch ein paar Kurse, aber ich bin dann die ganze nächste Woche noch im Büro und bin dann Anfang, also Ende Jänner, die letzte Jännerwoche in Bad Hofgastein auf einem Ärztekongress. Da bin ich aber prinzipiell auch erreichbar. Ich fliege dann am 6. Februar nach Lissabon und bin dann quasi bis 18, also zuerst ein paar Tage in Lissabon und dann in Madeira und bin dann sozusagen ab 19. wieder im Büro. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Danke, ciao.